Boah, ist das nervig. Nein, ich schneide nichts raus. Ist mir egal. So kriegt das Let's Play wenigstens ein bisschen Inhalt. Kann nicht sein, echt, ey. Und sonst alles klar bei euch? Mir geht's eigentlich grundsätzlich ganz gut, wenn das Spiel mich nicht hier so hart penetrieren würde. Boah, die Vögel schon wieder! Die haben aber einfach nicht so auf dem Schirm, die ziehen aber nichts ab, die sind einfach nur nervig, ne? Die sind einfach wirklich nur da, wo man kurz sagen kann, guck mal, ich gehe die auf den Keks. Und ich so, ich hab dir jetzt deine Eierstücke da durchgesäbelt. Aber keine Eierstücke. Interessiert mich ein Scheiß gerade. Okay, ich glaube. Soll ich das machen? Ne, ich überlege nämlich gerade, ob ich vielleicht Explosionspfeile gegen den Sack nehmen soll, gegen den Drachen. Das wäre ja vielleicht gar nicht mal so eine verkehrte Idee. Komm. Ich mache jetzt erstmal die Höhle. Also es ist auf jeden Fall lukrativ, beides zu machen. Allein schon wegen der Anzahl der Ringe, die man bekommt. Weil ich behaupte, wenn ich das Level geschafft habe, brauche ich mir um Game Over keine Sorgen zu machen. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich habe gesagt, es ist ja nicht ganz leicht, ne? Ich habe es auch schon zweimal durchgespielt. Aber das ist ja mein erster Durchgang, den ich komplett alleine mache, ne? Muss ich auch mal so sehen. Okay, komm. Ja, komm, nehmen wir dich. Treffe ich dich? Okay, man muss leider abfeuern. Okay, der ist tot. Nun gut. Okay, wie auch immer das funktioniert hat. Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Hauptsache, es hat funktioniert. Geronimo! Okay, selbst wenn ich immer drinstehe, kann ich den Drehmove machen. Es funktioniert. Warum hat er jetzt nur so ein Ü gemacht? Ja, okay, ich brauche Ausdauer. Lasst euch ruhig Zeit, meine Freunde. Das ist jetzt richtig uncool. Das ist jetzt richtig uncool. Okay. Brauchen ein bisschen. Kann man natürlich auch machen. Abwehren, ne? Das ist das Problem. Ich bin auch bei Beat'em'ups echt so abwehrfaul, ne? Das ist richtig dumm von mir. Deswegen bin ich in solchen Spielen auch immer relativ schlecht. Okay. Hey! Komm her! Komm her! Und tschüss! Tschüss! Ich glaube, von Energie sieht das erstmal gar nicht mal so verkehrt aus. Drache, alter Mann. Danke. So, den Außenbereich muss ich ja hinterher auch noch machen. Aber es ist, denke ich mal, hoffentlich kein Problem. Ich weiß es nicht genau, was das jetzt für eine Bewandtnis hat. Das ist noch so ein Schild für mich. Ein Schild. Ein Schild. Ah, lustig. Okay. Du warst alleine, ne, glaube ich. Genau. Ich treffe dich. Okay. Hier kommt jetzt nämlich so ein Arsch. Nehmen wir den Dreier, komm. Ups, falscher Pfeil. Zack. Zwei. Nehmen wir jetzt den normalen. Der reicht ja für solche Sachen, ne? Zack. Zack. Ja, hier können wir direkt auch treffen, ne? Wo soll ich es mir schwer machen und ein Risiko eingehen? Okay, cool. Nein, ich nehme den Dreierpfeil nicht mit. Warum? Weil ich faul bin. Weil das Risiko ist mir zu groß, dass da irgendwas passieren kann. Wenn ich mich zu weit springe, dann in den Abgrund falle oder so. Da habe ich keine Lust drauf.
Lauf! Boah, renn doch mal. Zack. Lalalalala. Ah, okay. Und hier ist das Levelende. Oder nicht Levelende, das ist verkehrt. Aber das Höhlenende. Das Levelende kommt ja später. Und ganz viele Ringe für uns. Okay, 77. Das heißt, 40 Ringe gibt es hier jetzt noch. Ja, Heidewitzka, ja, schon eine Außenmarke, ne? Und ich weiß, hier kommt jetzt direkt ein Gegner. Jetzt zieh ich einfach mein Schwert durchs Gesicht. So, Scheißgefühl, ne? Mach doch bitte dein... So, du Penner. Es ist sehr gefährlich, was ich hier schon wieder treibe, ne? Ich meine, jetzt habe ich zwar kein Leben verloren. Aber es tue ich nicht alles für eine möglichst hohe Prozentzahl. Wie gesagt, ich will zwar keine 100% holen, aber möglichst viel wäre natürlich schon schön. So. Okay, Abwehr sollte ich vielleicht echt öfter machen. Das ist echt nicht verkehrt. So, kann mich auch langsamer. Kreuzweise und spiralförmig. Ach, guck mal, da ist ja noch so ein schöner Kelch. Ah, na gut. Ich habe vier Hörner. Wo habe ich denn vier Hörner? Okay, beim nächsten Gegner demonstriere ich die mal. Nein, der ist nicht gerannt, der Ochse. Ach, fickt euch. Ohne Scheiß, ne, ich hau jetzt ab. Das ist mir zu riskant. Tut mir leid, ne? Aber ich, nee, ich will das Risiko nicht nochmal eingehen. Okay. Ich muss eine verkackte Stelle finden, wo der Drache mich nicht trifft. Leichter gesagt als getan. Der hat zwei verschiedene Angriffsmuster. Das haben wir schon begriffen. Okay, wie sieht's hier aus? Sieht sehr gut aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, es kann ein bisschen dauern. Aber es ist safe. Es ist safe. Okay, schön. Ich glaube, ich hab's. Ich will jetzt auch nicht meine ganzen... okay. Ich glaube, wenn die unsere aus der Rot, können wir noch einen Standardschlag machen. Ich will jetzt aber auch nicht unsere ganzen Pfeile wegballern. Das war so ein bisschen übermütig, was das angeht. Und hab gedacht, ah, 500 Pfeile haben wir ja noch. Aber trotzdem. Vor allem das Gute ist, wir haben genug Kohle für 3 Leben. Das ist echt beruhigend. Ich treffe ihn nicht. Muss echt ein Timing haben, ne? Was habe ich ja nicht. Und er hat der Explosionsfall leider nicht den gewünschten Erfolg erzielt. Ich dachte, er hätte direkt halbe Energie weg, aber nee. Hat ungefähr so viel abgezogen wie ein Schlag. Vielleicht, wenn das Spiel gut drauf war, wie anderthalb Schläge. Fitzchen weiter. Warum treffe ich den denn nicht mehr? Alter! Ich treffe ihn nicht! Okay. Ich treffe ihn wirklich nicht mehr. Danke. Okay, so ist aber. Zack. Was? Ey, ich raff die Scheiß. Mach ich's halt so. Oder auch nicht. Manchmal klappt's, manchmal nicht. Okay. So klappt es auf jeden Fall besser. So ein bisschen wie der Drache bei Moonstone, ne? Wo man dann auch einmal die richtige Position hat, dann macht man einfach immer das Gleiche, das ist Pupi einfach.
Und bei Munzer war es halt noch einfacher, weil da müssen wir einfach den Knopf gedrückt halten. Komm. Oh! Der Tipp, der reagiert doch immer anders, ne? Bei den gleichen Eingaben. Interessant ist, dass die, dass der Schlag in der Luft keine Ausdauer kostet. Okay, einen Schlag muss ich noch setzen. Oder einen Treffer. Einen Schlag muss ich noch setzen. Ja, explodiert, du Sau. Ich block mal lieber. Boah, noch ein Häuflein Matsch. 75% nur. Ui. Aber müsste in Ordnung sein. Also wenn ich jetzt zumindest mal bedenke. Machen wir 3 Leben natürlich. Ach, schön. Ah, Zucker. Müsste in Ordnung sein, wenn ich bedenke, dass wir fast alle anderen Level zu 100% erfüllt haben. Das heißt, die fehlenden 15% zu 90%, die wir, glaube ich, brauchen, um das Bonus-Level freizuschalten, die haben wir schon mit den restlichen 100% Leveln kompensiert. Ich darf jetzt nur nicht zu schlecht sein in den folgenden Leveln. Okay. Ja klar wollen wir diesen Spielstand überschreiben. Aber sicher doch. Aber falls ich den, das Bonuslevel nicht haben sollte, dann weiß ich ja, auf welches Level ich zurückgreifen kann. Ah, komm, weiter. Jetzt habe ich noch mal ein paar Leben. Schön. Jetzt geht der Schild ab. Jetzt geht es nämlich so langsam, ne, Richtung Schloss zu. Das Dorf Ulata. König Einen zerschlägt die Rebellion in einem nahegelegenen Dorf. Sein Leutnant Brock und eine Armee von Soldaten morden die friedlichen Bauern. Rettet sie, Sir Bone. Ihr seid ihre einzige Hoffnung. Ah, ich glaube, das ist echt gediegen, das Level. Bin mir da jetzt aber auch nicht mehr so ganz sicher. Also nicht tausendprozentig sicher. Weg. Weg. Ja, aber es geht auf jeden Fall schon mal angenehm los. Kann ich hier schon aufs Dach? Ja, kann ich. Okay. Nehmen wir mit. Also hundertprozentig hätte wahrscheinlich im Level locker erreichen können von eben. Aber das war mir wirklich zu gefährlich. Das ist ja eigentlich das Coole, ne? Man kann ja eigentlich alte Level, glaube ich, nochmal besuchen. Einfach ein bisschen Kohle sammeln. Oh mein Gott, das Feuer ist einfach zu viel für die PlayStation. Bisschen Kohle sammeln und sich dann ein bisschen eindecken mit Sachen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Wenn ich jetzt gerade nicht einen absoluten Schwachsinn erzähle. Ich meine, man kann Level neu besuchen, also erneut besuchen gehen. Aber was hat mir denn jetzt der Zauberer beigebracht? Also gesagt, wenn du besiegst, dann bringe ich dir was Tolles bei. Oder muss ich jetzt nochmal in das Level reingehen? Ah, okay, man kann doch in den Brunnen rein. Mit einem kleinen Eimerchen werde ich transportiert. So müsste ich jetzt tot wäre. Okay. Oh cool, ich habe Schwertstärke 3, also ich jetzt erst. Komm, stirb. Zack. Och, komm. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Drache gerade eben auf dem Berg, das war, glaube ich, sogar der letzte Drache, dem wir hier begegnen werden. Oh, ich habe gespoilert, oh mein Gott. Ich habe Stärke 4. Ich kann. Okay. Das macht sogar Sinn. Wenn ich in Höhlen bin, dann kann ich Draco natürlich nicht rufen. Hätte ich auch mal eher drauf kommen können. Ne, ich gehe da noch nicht hoch. Ne. Ich gehe den normalen Weg. Ich brauche Prozente. Und zwar dringendst. Darf ich da hoch wieder? Bist du so ein nettes Spiel? Nee. Der kann das Seil nicht hochklettern. Was bist du denn für ein Ritter, Alter? Echt? Ach, egal. Kannst du auch wieder aufstehen? Lauf! Na gut. Dann gehen wir den Weg halt zu Fuß zurück. Scheint ja nicht allzu weit gewesen zu sein. Dup-di-dup-di-du. Oh mein Gott. Was ist das? Ach, du Heilige! Schön ins Feuer gegangen. Oh mein Gott, da ist der Ritter der Tafel runter. Natürlich will ich da hin. Oh, da gibt es wahrscheinlich die letzten fehlenden Energiebalken. Die sind auch nur einfache Gegner, ne? Keine Barbaren, keine Wikinger. Die Wikinger waren bisher am nervigsten.
Weil der Rest ist alles nach einem Schlag kaputtski. Geburtski. Ne, ich gehe erstmal weiter zurück. Okay, hier ist der Brunnen. Ich gehe nicht mehr zurück. Okay. Bevor mir der auch einfach steht, ne? Oh, pff, ne, guck mal, dass ich ihn kaputt mache. Und wenn ich da Lust habe, dann kriegst du nochmal was von mir. Der alte Ehrenkodex besagt, eines Ritters Worte verheißen Wahrheit. Ich bin der Geist von Sir Parsifal. Percival? Parsifal? Des Ritters der Tafelrunde. Ich verleihe euch verbesserte Ausdauer, um euch bei eurer ehrenvollen Aufgabe zu helfen. Und ich bin Maximian. Oh mein Gott, schau dich das mal an. Ist das nicht... Ah! Ist das nicht toll, wollte ich sagen. Ich möchte nicht schon wieder ins Feuer springen, ne? Da habe ich nicht so viel Lust drauf. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Spiel schaffe, ehrlich zu sein. Was war das? Ich möchte, was ist das gewesen? So, weg mit dir. Ein neuer Pfeil. Wunderbar. Sehr gut. Hier brennt alles. Kommt echt das System in seine Knie, ne? Traurig, traurig. Zack. Stirb. Wie, du hältst was? Warum hältst du den aus? Jetzt reicht's aber. Lass mich deine Kniescheiben durchschneiden. So. Jetzt halt, warum? Warum seid ihr auf einmal stärker geworden? Das gibt keinen Sinn. Nerv mich nicht. Okay, das können wir sogar gebrauchen. Es gibt so wenig Energie her, das ist echt traurig. So, Pfeil haben wir jetzt auch. Brock. Okay, wir kämpfen jetzt gegen Brock. So, hau ab. Da, seht ihr, wie einfach mal die Eingeweide hier rausfliegen? Obwohl ich die ganze Zeit in den Kopf geschlagen habe. Das meinte ich hier bei der letzten Aufnahme von wegen mit, ich sterbe auch teilweise recht brutal. So, gehen wir erstmal in den Laden. Ja, guck mal. Jetzt können wir es nämlich schon mal schön mit Leben eindecken. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, 7 Leben sind, glaube ich, das Maximum, was wir haben können. Aber vielleicht vertue ich mich da auch. Jetzt gehen wir mit großen Schritten Richtung Finale zu. Wir werden auch noch ein paar weitere menschliche Endgegner treffen. Und zwar in den nächsten Stages. Wie gesagt, mit den Drachen sind wir jetzt erstmal soweit durch. Und jetzt gehen wir direkt auf König Einen zu. Okay, weiter! Was machen wir denn da? Der Chaos-Sumpf. Oh, oder der Chaon-Sumpf. Schauen. Draco ist im Schlamm stecken geblieben und die Dorfbewohner sind auf dem Weg durch den Sumpf, um ihn zu töten. Ihr müsst schneller als die Meute laufen, um euren Freund helfen zu können. Hoffentlich kann er euch beide dann aus dem Sumpf...